endlich ein Ende hat, ja, ja, endlich die Stadtgestalter in den Stadtrat. Wir stehen übrigens ganz unten auf Balzette. Ganz unten auf dem Wahlzettel stehen die Stadtgestalter. Die Stadtgestalter in den Stadtrat. Und der Martin ist auch ein Stadtgestalter im Stadtrat. Meinst du? Komm. Will keiner haben? Meine Batterie ist doch ein wenig schwach. Aber der Toni, der schafft es schon, uns einzuholen. Stadtgestalter in den Stadtrat. Gegen den schönsten Krümmer der etablierten Partei. Die Stadtgestalter schaffen es. Stadtgestalter in den Stadtrat. Stadtgestalter in den Stadtrat gegen Franz und Klingel. Hey Anton, bist du nicht ein Stadtgestalter? Hey, ich bin hier gerade in den Stadtrat auf der Anton hier. Den könnte auch ganz alle für die Sachen fragen. Der ist total schlau hier. Ja, der weiß nämlich ganz schön viel über Bochum und die, was hier alles so läuft. An Ungerechtigkeiten, da weiß er besonders gut Bescheid. Bochum hat eine Alternative verdient, nimm mal ein Ärmchen. Die Stadtgestalter Nil, genau. Verdient ihr mal ein Ärmchen. Stadtgestalter Nil, Stadtgestalter Nil. Alter, aber die Stadtgestalter Nil. Eigentlich sollte man hier was mitnehmen. Stadtgestalter in den Stadtrat können Bürger leicht gewählt werden. Wer, wer? Achso. Die Stadtgestalter in den Stadtrat. Schön zum Krümel abgehen. Darf man ihn das auch sehen? Danke. Kein Problem. SPD-Mitglied, von daher... Kein Problem. Gehen das da einer. In den Stadtrat wählen. Wir zerstören unsere Stadt. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Ganz hinten stehen wir auf dem Wahlzettel. Stadtgestalter, Stadtgestalter in den Wahl. In den Kommunalwahl. Stadtgestalter wählen. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Genau, die Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Gegen den schönsten Krümel. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen, damit der 14 Klüngel in Bochum endlich ein Ende hat. Ja, Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Der 14 Klüngel, das ist so lange schon in der Fall. Da versuchen wir doch mal endlich die Klüngel abzuwählen und macht das Kreuzgangsmädchen auf dem Wahlzettel. Stadtgestalter steht ganz hinten dran. Ganz unten können die Stadtgestalter gehen.
Gemeinschaft. Wiener Gemeinschaft. Stadtgestalter. Ja, beim Sonntag Stadtgestalter endlich Wiele, damit er diese Klüngel ein Ende hat. Ja, genau, wir setzen uns für die Schulen ein. Also, wenn wir uns ganz unten machen, dann muss alles. Du wirst neuer Bundeskanzler. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Das Kreuz ist da unten auf den Zettel drauf. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Morgen ist ein großer Wahltag. Du bist euer Bundeskanzler. Das ist ganz, ganz schlimm, die Uchi Lesche, das habe ich gehört. Ja, er vertritt seine Meinung. Ja. Er vertritt seine Meinung. Sie gehört dazu, ne? Nein. Ja, klar, aber das ist beim Kumpel der Robby. Aber wer steuert denn? Der steuert sich selber. Der hat seine eigene Meinung. Die Menschen der Partei, damit endlich das gesunde Menschenverstand in den Stadtrat kommt. Stadtgestalter wählen in den Stadtrat. Wollen wir auch die Stadtgestalter wählen? Gegen den 14 Kugeln der Partei. Seid schlau und wählt die Stadtgestalter. Ein Kugelschreiber nehme ich euch auch mal. Dankeschön. Stadtgestalter in den Stadtrat. Wir stehen ganz unten auf dem Wartezettel. Ja, hey, guck mal, ich hab was gefunden. Da hat einer seine. Willst du die haben, Mann? Willst du die haben? Warte. Wie verschenkst du die? Das ist eine schöne Blume. Schöne Pinkrose. Moment, dann guck mir das mal an. Darf ich mir das mal angucken, was der da hat, Herr Halt? Was hast du denn da alles so Schönes? Das ist ja besser wie überhaupt. Womit bestechen wir mit Bonbons? Und womit bestecht ihr? Inhalte. Inhalte ich sowieso. Und was habt ihr noch zur Bestechung? Immer noch Inhalte. Na gut, machen wir ja auch. Ja, ein bisschen, ne? Bonbons gibt's bei uns. Wasserfest. Okay, okay. Tschüss. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Wir stehen ganz gut aus dem Wartezettel. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Jetzt noch die Mama. Guck mal hier, da darfst du auch von unten rausnehmen. Aus meiner Tasche. Dann hast du auch mal Inhalte. Möchtest du nicht? Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Juhu! Damit der 14 Krügel der Partei ein Ende hat. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen. Damit wir endlich mal verhindern können, dass die SPD mit ihren Krügeln. Den Grünen, die machen ja nur Mist hier. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen, damit der Pilz und Klüngel ein Ende hat. Stadtgestalter in den Stadtrat wählen, ja, damit der Pilz und Klüngel ein Ende hat. So, dann gehe ich doch mal zum Stadtgestalterstand. Was sieht hier alles so? Hilfe, Krüppel hat hier, die Stadtgestalter hier.
Es sind diese Briefe, haben es nicht geschafft. Jetzt müssen wir mal als Vordermann mit einer Hallen, mit einer Bahn, die SPD und CDU von ihren Grünen mit ihrem Klüngel. Ah, ach, Hallöchen, was machst du denn hier? Friederike! Ja! Juhu! Wie geht es wieder schön? Friederike ist da. Und meine Batterie ist schon ziemlich schlapp. Aber wir waren ganz schön unterwegs hier. Ja. Ja, und haben dem Filzeklümmel mal ein Schnippchen geschlagen jetzt. Das ist gut, ne? Ja. Willst du ein paar Flyer verteilen? Ja. Guck mal hier, darfst du hier hinten aus meiner Tasche herausgehen? Und da verteilst du gleich mal. Kannst du die Leute probieren, okay? Lalalala. Friederike ist auch schon wieder da. Auch eine Stadtgestalterin. Friederike, guck dir genau an, was da drauf steht. Die Friederike nimmt das nicht. Die will nämlich nur Stadtgestalter-Sachen haben. Ne? Genau. Gut, ne? Die ist nämlich eine Stadtgestalterin Nummer 1 hier bei uns. Gut, ne? Ich gehe die Klapsmühle. Ich gehe wieder Kutterbund. Stadtgestalter. Ist das mehr oder was? Vielen. Hier ist mehr. Wie ist das? Und Kümmel der Politik. Jetzt höre ich auch zu. Stadtgestalter.